Ich kann auch erstmal so anfangen. Ja. Dann mache ich mal ohne Video. Ja, perfekt. Ich stelle mir auch einen Timer, weil ich komme ganz ins Quasseln. Ja, hallo. Erstmal schön, euch hier alle zu sehen. Ich habe gesagt bekommen, es waren 40 Sign-ups, als ich jetzt mal gefragt habe. Und es sind ja eigentlich mehr als 40 Leute da. Das ist selten bei einem kostenlosen Event. Vielen Dank für die Einladung erstmal, Jenny, Paul. Bin immer super gerne bei euch. Cybert Media immer zu hören, wie ihr arbeitet, wie agil ihr arbeitet, mit welchen Tools ihr arbeitet, ist super spannend, weil wir auch mit 70 Leuten in 12 Ländern auf 4 Kontinenten arbeiten. Und bei uns heißt agil eigentlich eher so, wir versuchen es mal und dann schauen wir, was bei rauskommt. Aber jetzt auch schön zu sehen, dass ihr in die Nachhaltigkeit geht und in diese Richtung denkt. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Wer bin ich? Ich bin der Daniel Nowak, Managing Director für Yunus Social Business. Ich erzähle gleich ein bisschen was zu Yunus Social Business, wenn das Bild da ist. Wohne hier in Wiesbaden seit 10 Jahren, beschäftige mich mit dem Thema nachhaltiges Unternehmertum, Social Business, seit circa 10 Jahren, also eigentlich auch seit meiner Zeit hier in Wiesbaden. Und ja, war eine spannende Reise. Vor 10 Jahren hat da eigentlich noch sehr, sehr wenig nachgekräht. Ich glaube, Michael Volkmar hier in Wiesbaden so einer der wenigen Vorreiter, schon damals in diese Richtung zu denken, aber wenige wirklich in Richtung, was heißt eigentlich Nachhaltigkeit. In den letzten Jahren ist es immer mehr dazu gekommen, dass wir mehr über dieses Thema sprechen, dass wir eben uns zu Abenden wie diesen hier treffen. Und gerade letztes Jahr ist super viel passiert, auch im wirtschaftlichen Denken, wie können wir eigentlich nachhaltiger wirtschaften. Und dazu gebe ich euch 1, 2 Insights von unserer Arbeit und 1, 2 Denkanstöße hoffentlich. Demnächst. Aha, genau. Wer hier im Raum kennt den Social Business oder Sozialunternehmertum? Okay, gut die Hälfte, sehr gut. Dann bleibe ich dabei kurz bei der Definition. Yunus Social Business ist ein Unternehmen, was sich dem Sozialunternehmertum verschrieben hat, gegründet von Muhammad Yunus, der in 2006 mal den Friedensnobelpreis für Mikrokredite bekommen hat. War auch schon öfter in Wiesbaden und hat uns eben mitgegründet, zusammen mit Saskia Breusten und ist quasi mein Chef, an den ich jede Quartal mal berichte. Das Ziel ist tatsächlich, Armut, Arbeitslosigkeit und Carbon Emissions mit wirtschaftlichen Zwecken, mit wirtschaftlichen Mitteln zu bekämpfen. Wenn man uns beschreiben will, sind wir eine Mischung aus Venture Capital für Social Business. Also sprich, wir finanzieren und investieren in Sozialunternehmen weltweit. Wie gesagt, in 12 Ländern und Regionen investieren wir, haben gerade 60 Unternehmen im Portfolio und investieren da zwischen 100.000 bis 1 Million US-Dollar. Das heißt im Frühphasenbereich, wenn die Unternehmen schon erste Umsätze generiert haben und dann Geld brauchen zur Skalierung. Hier im Hintergrund sieht man eins aus Brasilien. Es ist ein Unternehmen, was über Mikrofinanzierung Menschen in Favelas hilft, in Slums hilft, ihre Häuser wieder auf Vordermann zu bringen. Das heißt jetzt nicht, dass sie auf einen Standard kommen wie hier in Deutschland, sondern dass sie im Prinzip eine hygienische Küche haben, hygienische Sanitäranlagen, vernünftig kochen können und vernünftige Abluft haben und eben nicht mehr an der dreckigen Luft ersticken müssen innerhalb vom Haus. Ist ein Unternehmen, wie gesagt, basierend auf Mikrofinanzierung. Wir haben aber auch Unternehmen im Bereich Zugang zu sauberem Wasser. Wir haben Unternehmen im Bereich, vorhin drüber gesprochen, elektrische Mobilität. Super spannendes Unternehmen, wie ich finde, in Indien, die Frauen vor allem elektrische Rikschas zur Verfügung stellen, damit sie damit auch ein Einkommen generieren können. Auf einem Lease-to-Own-Modell, das heißt innerhalb von 24 Monaten gehört ihnen auch die Rikscha und sie können bis zu 4-faches ihres Einkommens damit erzielen. Das alles funktioniert immer auf ein Geschäftsmodell, das heißt immer auf ein Social-Business-Modell. Es wird immer nachhaltig getragen, sodass es eben einmal angestoßen werden kann und dann nachhaltig läuft. Dieses ganze Thema Social-Business arbeiten wir aber auch mit Unternehmen aus. Und ich gehe gleich in unsere Wirkungskette, warum wir das machen. Und das heißt, wir sind eigentlich so eine Art Company-Builder, wie man sich so Rocket Internet vorstellt, aber eben für Social Business. Das heißt, wir gehen ins Gespräch mit den Unternehmen, schauen, welche Bereiche für das Unternehmen relevant sind und bauen Social Businesses gemeinsam mit diesen Unternehmen auf. Angefangen hat das Ganze mal mit Danone in 2006, arbeiten aber gerade mit zum Beispiel Milita, Merck oder IKEA zusammen.
Social Business, wie gesagt, wenn es die meisten kennen, fasse ich mich kurz, aber es ist schnell erklärt. Es ist eigentlich ein Kreislaufsystem und wir haben ja auch noch jemanden von Cradle to Cradle hier heute Abend. Das heißt das wirtschaftliche Kreislaufsystem. Ich nehme also ein Problem und das Wichtige ist, ich nehme ein soziales oder ökologisches Problem und versuche es zu lösen. In der Vergangenheit, bis in den letzten 5, 6 Jahren, hat man oftmals NGO-Ansätze genutzt, oftmals Spendenansätze genutzt, um soziale Probleme zu lösen. Hier entwickle ich aber ein Geschäftsmodell, um es nachhaltig zu lösen, um loszukommen vom Spendenwesen. Ich mache also einen Profit. Und bei Social Business ist das Wichtige, weil wir wollen, dass es rein bleibt, dass es wirklich nur auf eine soziale Problemlösung oder ökologische Problemlösung fokussiert ist. Bei Social Business möchten wir, dass der Profit auch wieder reinvestiert wird. Und damit habe ich meinen Kreislauf geschlossen und kann das Problem nachhaltig und auf systemische Art und Weise lösen. Wenn es noch richtig gut läuft und das richtig abhebt, dann kann ich natürlich weiter wachsen, kann mehr Probleme in anderen Ländern adressieren und kann dann wirklich das Problem nachhaltig und systemisch lösen. Eines der Unternehmen, was wir in Uganda investiert haben, heißt Impact Water. Die stellen sauberes Trinkwasser für Schulen zur Verfügung, helfen derzeit rund 1 Million Kinder in Uganda und noch 1 weitere Million Kinder in Ostafrika. Das ist eine Skalierung, die mittlerweile signifikant ist. Also in Uganda sprechen wir von ungefähr 8 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Bei 1 Million von nur einem Unternehmen, die davon profitieren können, ist das schon wirklich auch systemisch. Das ist unsere Logik, die wir anwenden auf eigentlich jedes Problem, was wir sehen. Und wer Professor Yunus kennt, der weiß, dass er das Ganze auf eine sehr bildhafte Sprache runterbricht und eigentlich in jedem Problem eine Opportunity sieht. Wirklich eine Chance, neue Dinge zu entwickeln. Für uns ist also die Vision Zero Poverty, Zero Unemployment, Zero Net Carbon Emissions, das sind Professor Yunus' 3 Zeros, auf diese Themen fokussieren wir uns. Auch vor dem Hintergrund, dass wir sagen, eigentlich ist Arbeitslosigkeit ein neu erfundenes Thema. Es gibt es noch gar nicht so lange, es gibt es erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Davor war eigentlich jeder Unternehmer. Also wie können wir Menschen dabei unterstützen, selbst ins Unternehmertum zu kommen? Heute Abend sprechen wir aber über bewusstes Unternehmertum. Es gibt viele, viele Schlagwörter da draußen, die ich mal zusammenfassen wollte. Es ist bestimmt nicht keine erschöpfende Liste, aber nur mal um zu zeigen, wie viel diese Diskussion auch schon da draußen Anklang gefunden hat. Conscious Capitalism ist ein Thema. Gemeinwohlökonomie hören wir ja auch heute Abend, auch ein sehr spannendes Konzept. Benefit Corporation ist eine Art und Weise, wie kann ich denn ein Unternehmen aufstellen und zwar von der Governance her aufstellen, um es nachhaltig aufzusetzen. Stakeholder-Ökonomie war jetzt in Davos ganz groß beim Weltwirtschaftsforum, sprich wegzukommen vom Shareholder-getriebenen Wirtschaften, Quartalszahlen zu liefern, um ums Verrecken auch nur Shareholder-Value zu generieren. Riesenthema eben gerade in Davos. Und letztendlich dieses ganze Thema Purpose-Driven Companies. Und wer die Nachrichten verfolgt, es kommt irgendwie fast jeden Monat ein neues Unternehmen raus mit, wir haben einen neuen Purpose oder wir haben uns einen gewissen sozialen Zielen verschrieben oder wir wollen Größeres erreichen. Manchmal hofft man natürlich, dass da auch Aktion dahinter kommt. Oftmals ist es wahrscheinlich dann doch eher mal eine Kommunikationskampagne. Bei Siemens ist es leider auch signifikant in die Hose gegangen in den letzten Wochen. Das war eben spannend zu sehen. Genau da eben, wo jemand im November letzten Jahres noch ausgerufen hat, Siemens ist ein purpose-getriebenes Unternehmen, dann zu sehen, es gab aber keine Aktion. Es gab keine Resultate daraus. Die Handlungen haben sich nicht geändert. Auf keiner Ebene vom Unternehmen. Also wie kann man das eigentlich verändern? Da kommen wir zu bewusstem Unternehmertum. Aber was heißt das eigentlich? Wer ist ein bewusstes Unternehmertum? Ich meine, ich kann auch sagen, ich gehe bewusst in die Produktion von Massenvernichtungswaffen rein. Das ist auch bewusstes Unternehmertum. Aber es löst sicherlich keine Probleme. Das ist aber die interessante Frage. Wo sind wir denn eigentlich? Ich finde es super spannend, wie viel ihr macht bei Cybert Media, wie viel ihr jetzt schon anstoßt in der kurzen Zeit. Wann habt ihr angefangen mit der Gruppe? Oktober, also quasi jetzt noch nicht mal im halben Jahr oder im Vierteljahr. Ja, genau. Nee, aber deswegen ist es super spannend zu sehen, mit wie viel Druck ihr da reingeht. Die Frage ist natürlich dann auch irgendwann, wo ist das Ziel? Ne? Also was ist dann das große Bild davon? Und wenn man das in verschiedenen Stufen sich mal anschaut, kommen wir aus der Historie sehr viel aus der Ecke, Unternehmen betreiben Ablasshandel.
gründen eine CSR-Abteilung, vielleicht eine Unternehmensstiftung und sagen, naja, wir haben natürlich einen sehr negativen Footprint, was Carbon angeht, was CO2-Emissionen angeht oder sogar soziale Probleme angeht. Wir machen mal nebenbei noch ein paar CSR-Aktivitäten, machen noch mal ein bisschen Stiftungsaktivitäten und waschen uns damit rein. Wenn wir ehrlich sind, daher kommen wir aus langer Historie, weil eben diese Shareholder-Dominanz lange Zeit so im Vordergrund stand. Es war nicht das, it wasn't the business of business to care for society. Ne? Also es war eigentlich der Auftrag vom Unternehmertum, für die Shareholder Sorge zu tragen. Wir kommen immer mehr da rein, und es ist schön zu sehen, wie gesagt, seit 10 Jahren sind wir in dem Bereich, wir kommen immer mehr dahin zu sehen, na, Unternehmen versuchen, ihre Wertschöpfung zu neutralisieren. Also zu sagen, ich mache immer die gleichen Produkte, aber ich will es so positiv wie möglich gestalten, ich will einen kleinen Fußabdruck, so wenig Ressourcen wie möglich nutzen. Und es ist wirklich super spannend zu sehen, wie viele Unternehmen mittlerweile da auch ein Commitment zu eingehen. IKEA, wie gesagt, einer unserer Partner, mit denen wir arbeiten, sind sehr stark dahinter committed, sich da auch Aktionen folgen zu lassen. Wir glauben aber, dass das nicht alles sein kann. Wir sind vor riesigen Herausforderungen. Wenn man sich den Carbon Gap Report von der UN anschaut, fehlen uns noch 13 Gigatonnen, um unser 2-Grad-Ziel zu erreichen. Das heißt, wir müssen noch 13 Gigatonnen CO2 einsparen, um überhaupt an dieses 2-Grad-Ziel ranzukommen. Das ist ja noch nicht mal das optimale Szenario. Und das auch wirklich nur, wenn alle Pledges, die jetzt schon draußen sind, gehalten werden. Wissen wir auch, wie wahrscheinlich das ist, dass wirklich alle gehalten werden. Das heißt, es ist ein Riesenvolumen. 13 Gigatonnen ist der Ausstoß der EU in einem Jahr. Da wird natürlich Regulatorik, wird viel Gesetzgebung nötig sein, um das auch zu regeln, aber es kann nicht das Einzige sein. Wir brauchen Innovation und wir brauchen innovatives Unternehmertum, um diese Themen zu lösen. Und da sprechen wir nur über Klimawandel. Das heißt, wir brauchen eigentlich Unternehmen, die eine gesellschaftliche Relevanz haben, indem sie ein Problem lösen. Also ich brauche eigentlich ein Unternehmen, was sich nur dazu verschreibt, wirklich ein soziales oder ökologisches Problem zu lösen. Und natürlich sehen wir Social Businesses als eins dieser Leuchtturmunternehmen an, die sagen, ich gehe eigentlich überhaupt nur ins Unternehmertum rein, weil ich ein soziales Problem sehe und will das mit wirtschaftlichen Mitteln lösen. Aber auch gestandene Unternehmen können sich überlegen, nee, Moment, wir haben gewisse Assets, wir haben gewisse Ressourcen, wir haben Mitarbeiter, die unglaublich viel mit reinbringen. Was können wir denn damit eigentlich erreichen? Und können wir unser Unternehmenszweck entweder neu entdecken oder in eine gewisse Weise shiften, damit es auch gesellschaftliche Relevanz hat? Es gab mal einen Handelsblattartikel vor kurzem, dass die CEOs der Zukunft eigentlich nicht mehr Marktvisionäre werden dürfen, sondern sie müssen gesellschaftliche Visionäre sein. Sie müssen verstehen, was es denn mit uns macht, wenn wir künstliche Intelligenz bekommen. Sie müssen verstehen, was es mit uns macht, wenn wir dann wirklich 2-3 Grad Erwärmung bekommen. Und wenn ich diese Relevanz finde, wenn ich weiß, okay, da kann ich aber auch einen positiven Beitrag zu leisten, dann kann ich auch als Unternehmen überleben. Ansonsten habe ich wirklich auch ein Überlebensproblem. Und wie gesagt, wir waren jetzt in Davos vor ein paar Wochen, 2-3 Wochen, und es ist auch nicht so, als hätte keiner das Thema erkannt. Also überall, weiß nicht, wer ein bisschen weiß, wie verrückt es in Davos abgeht, aber im Prinzip machen die das Dorf dicht. Jede Kneipe, jedes kleine Café wird umgebaut zu einem, ja, letztendlich Messestand von einem Unternehmen. Das heißt, die haben auch einen Kaffeeklatsch, witzigerweise, ist die SAP-Lounge, im nächsten ist die Facebook-Lounge. Und da präsentieren sie sich halt alle. Und alle, oder wirklich 90% mit Themen Purpose, Nachhaltigkeit und Impact. Das heißt, der Groschen ist gefallen, aber interessant war auch dieses Jahr, wie viele gefragt haben, ja, ich will ja, aber was mache ich denn, was soll ich denn machen, wie soll ich mich denn verhalten? Das heißt, Konzepte wie Gemeinwohlökonomie, wie Social Business, wie bewusstes Unternehmertum werden immer wichtiger, um wirklich auch Handlungsmöglichkeiten zu geben. Wo sind wir denn jetzt heute? Wie gesagt, Social Business reinvestiert alle Profite, Amazon macht das auch. Haben noch nie einen Euro Dividende gezahlt, aber ist es dann deswegen ein soziales Unternehmen? Ist es deswegen ein nachhaltiges Unternehmen? Ist es ein bewusst geführtes Unternehmen? Man weiß es nicht so wirklich. Ne? Also ich glaube, Amazon ist gerade an einem Punkt, wo sie eigentlich noch mehr Probleme verursachen, als dass sie eigentlich lösen. Microsoft, schon wieder ein ganz anderes Thema, sich dazu committed, positiv, also carbon positive zu werden. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Die meisten Unternehmen, wie gesagt, sagen, ich will eigentlich netto null werden. Microsoft sagt, nee, wir wollen einen positiven Beitrag dazu leisten und im Prinzip dazu beitragen, dass das CO2 wieder aus der Atmosphäre rauskommt.
wie sie das machen, müssen wir noch schauen, aber es ist ein spannender Beitrag zu sehen, oh, wir gehen wirklich noch einen Schritt weiter. Tom Shoes, weiß nicht, wer es kennt. Kennt jemand Tom Shoes? Ja. Also im Prinzip das Modell zu sagen, ich kaufe hier in Wiesbaden einen Schuh ein und der ist auch toll, finde ich auch klasse, aber für jeden Schuh, den ich hier einkaufe, kriegt jemand in Afrika einen Schuh gespendet. Ist ein soziales Unternehmen oder hat einen sozialen Purpose, ist damit gestartet, aber hat auch viel Kritik erfahren in der Vergangenheit. Wenn ich nämlich in Afrika einen Schuh spende, brauche ich da keine Textilindustrie aufbauen. Dann ist rum mit Textilproduktion, weil wenn ich keinen Markt lokal habe, wenn alles kostenlos reinkommt, brauche ich lokal nichts Neues aufbauen. Also auch da die Frage, wie bewusst ist das? Und wie bewusst werden dann auch wieder Entscheidungen getroffen? Wie bewusst ist es bei Cybert Media? Wie bewusst werden alle Entscheidungen getroffen intern? Bin gespannt, wo die Reise hingeht. Aber vielleicht nochmal, um auf Tools zurückzukommen, was kann man eigentlich machen, um den nächsten Schritt zu gehen? Wir glauben, das Allerwichtigste, was man sich zuerst setzen sollte, ist ein Zielbild. Im Englischen Purpose genannt. Also sprich, ein Purpose Statement erstmal zu entwickeln und zu gucken, wofür stehe ich eigentlich, was will ich erreichen, was für eine gesellschaftliche Relevanz habe ich, das ist der erste Schritt. Weil ich damit auch ausrichten kann, wer im Unternehmen welche Entscheidung treffen kann und warum bestimmte Themen im Unternehmen wichtig sind. Also zum Beispiel bei Cybert Media würde ich auch empfehlen zu schauen, es sind viele tolle Einzelinitiativen. Was ist denn der Gesamtpurpose von Cybert Media, auf das es einzahlt? Also wo wollen wir hin? Ne? Also was entweder wirklich auch was Zahlen angeht, Kennzahlen angeht, wollen wir vielleicht auch Carbon Positive werden? Oder geht es darum, Projekte voranzutreiben, die einen positiven gesellschaftlichen oder ökologischen Nutzen zu haben, etc. etc. Wofür steht das Unternehmen? Und wie kann ich es an meine Mitarbeiter, aber auch an meine Kunden kommunizieren? Das nächste sind Werte, also vorgelebte Werte. Ich gehe gleich auch nochmal darauf ein, was ich damit meine. Werte kann man sich schnell auch mal auf eine Präsentation schreiben. Es versagt schnell mal eine Kommunikationsstrategie. Wichtig ist, wie sie gelebt und vorgelebt werden. Sowohl bei Zielbild als auch bei Werten ist die Rolle von der Geschäftsführung, vom CEO unglaublich wichtig. Wenn ich CO2-neutral werden will, der CEO aber jedes Mal im Business Jet von Hamburg nach München fliegt, dann werde ich da nicht hinkommen. Dann kann ich das nicht authentisch wirklich leben. Ich muss vorleben, ich muss zeigen, dass ich auch für mich persönlich neue Handlungen angehe. Und letztlich, und das ist eigentlich ein Knackpunkt, es muss die Entscheidungsrahmen geben. Also ich muss eigentlich als Mitarbeiter in jeder Situation wissen, wie treffe ich Entscheidungen. An welchen Kriterien werde ich gemessen? Deswegen auch Anreizsysteme. Sind wir nur auf finanziellen Profit aus? Ist das Unternehmen nur daran gemessen, wie viele Umsätze wir steigern im Quartal und Profite? Oder haben wir andere Ziele? Auch da wieder die Gemeinwohlökonomie hat dann einen Ansatz über die Matrix. Es gibt aber auch andere Anreizsysteme zu schauen, welche Metriken kann ich mit reinbringen über die finanziellen Ziele hinaus. Ein Thema zu verdeutlichen, wofür man steht als Unternehmen, also dieses Zielbild zu entwickeln, ist eine sogenannte Theory of Change. Für diejenigen, die aus dem sozialen NGO-Bereich kommen, ist das eigentlich ein ganz natürliches Konstrukt. Letztendlich ist es eine Veränderungslogik, eine Wirkungskette. Was will ich erreichen an Impact? Also wie will ich wirklich einen Mehrwert schaffen in der Welt? Am besten Fall noch, was ist die Baseline? Also wo stehen wir eigentlich heute? Und was mache ich, um von heute auf meinen Impact zu kommen? Ich mache es mal anhand von Unis Social Business deutlich. Das ist natürlich detaillierter für jedes Unternehmen, aber hier auf einer hohen Ebene. Also unser Impact ist ein Ziel, eine Welt ohne Armut, Arbeitslosigkeit und Netto-CO2-Emissionen zu schaffen. Unsere Aktivitäten sind die Finanzierung und der Aufbau von Social Businesses. Das machen wir, um dahin zu kommen. Der Output ist, es gibt innovative Lösungen, die haben ein nachhaltiges Geschäftsmodell und können dadurch skalieren. Und der Outcome ist, dass Unternehmen auf einmal zum Problemlöser werden, statt zum Verursacher. Und zwar nicht nur de facto, sondern auch in unseren Köpfen. Dass immer mehr Menschen darüber nachdenken, wenn sie ein soziales oder ökologisches Problem sehen, ja, was kann ich denn machen? Ja, vielleicht kann ich ein Unternehmen gründen. Ich glaube, wir sitzen zumindest ein nachhaltiges Startup im Raum, das genau mit dieser Idee reingegangen ist. Das Spannende hier dran ist zu sagen, es geht nicht nur darum, welche Aktivitäten betreibe ich, und das auch zu challengen, auch als Unternehmen zu challengen, warum drücke ich eigentlich die und die Produkte in den Markt? Was für einen Sinn haben die eigentlich? Oder kann ich das Problem eigentlich besser lösen?
Aber dann auch zu schauen, okay, wie kann ich denn auf die Wirkungskette weiter einwirken? Also wenn wir zum Beispiel gucken, Unternehmen werden zum Problemlöser, dann reicht es nicht nur, in ein Social Business Beispiel nach dem anderen da rauszuschmeißen, sondern müssen wir auch in Allianzen gehen mit dem Sektor, mit Öffentlichkeitsarbeit und mit Regierung und Nichtregierungsorganisationen. Theory of Change ist ein Thema, was ich wirklich vielen Unternehmen mittlerweile nahelege, mit allen Unternehmen, mit denen wir arbeiten, weil dann erst klar wird, wie kann ich eigentlich Produktentscheidungen treffen, um wirklich auf meinen Purpose einzuzahlen. Und da ist eigentlich die Musik. Es reicht nicht, an der Seite irgendwelche Themen voranzutreiben, um unsere Ziele zu erreichen, als Menschheit wirklich, als Nachhaltigkeitsziele, muss ich in die Wertschöpfungskette rein, in das Kerngeschäft des Unternehmens. Da muss ich Werte kommunizieren. Nochmal, das ist schnell auf den Slide gepackt und auch schnell vergessen. Ich muss es auch wirklich leben. Zum einen muss ich sagen, wir verhalten uns so. Also dafür stehen wir. Das sind die Werte, für die wir stehen. Fast noch wichtiger ist aber zu sagen, so verhalten wir uns nicht. Viele Unternehmen, und diese Positivdefinition ist nur bedingt hilfreich, weil ich halt nicht die Grenzen kenne. Ich kann es halt immer wieder anders auslegen. Aber ich muss eigentlich verstehen, was bin ich denn bereit dafür zu opfern? Was bin ich bereit dafür zu opfern, dass wir eben bestimmte Werte leben? Wir haben zum Beispiel dieses Jahr 3 Unternehmen abgesagt, weil sie nicht in unsere ethischen Konstrukte passen. Umsatzmäßig hätten wir uns riesig gefreut, meine Familie auch, aber wir konnten es eben nicht mit unserem ethischen Konstrukt vereinbaren. Solche Themen zu verstehen, wofür stehen wir, was machen wir nicht als Unternehmen, das ist eigentlich das, wobei es auch bei Werten geht, und das auch zu zeigen. Und dann gibt es ein spannendes Konstrukt, auf dem wir aufbauen auch, ist die Organisationskultur basierend auf Edgar Schein. Weiß nicht, wer es kennt, aber im Prinzip so eine ganz brottrockene BWL-Lektüre, die ich mal im Studium mitgegeben bekommen habe. Im Prinzip ist es die Kultur, der Kultureisberg. Wir sehen eigentlich nur, was wir tun, ne? Gerade auch in der interkulturellen Kommunikation. Wir sehen nur, dass der Inder irgendwas anders macht als der Europäer, als der Afrikaner, als der Amerikaner. Aber irgendwie, es fühlt sich komisch an, weil wir es nicht verstehen. Weil wir nicht die gleichen Werte haben und nicht das gleiche Glaubenssystem. In der interkulturellen Kommunikation ist das auch okay. Wenn ich aber jetzt in ein Unternehmen reingehe und das verändern will, dann kann ich 2 Wege gehen. Ich kann entweder sagen, ich bringe da einen riesengroßen Purpose-Statement mit raus, tolle Präsentation, ganz viele Slides, die sagen, wie toll wir sind und wie toll wir werden wollen. Und dann gehe ich in Trainings für Mitarbeiter. Und zwar über Jahre hinweg, um ihm zu sagen, so wollen wir handeln, so wollen wir arbeiten. Mach doch bitte das so und so, wenn du das nächste Mal in so einen Fall kommst. Und das dauert eine ganze Weile. Es ist wirklich wie Schulbildung. Irgendwann komme ich hoffentlich in ein neues Handeln rein. Also dieses typische Think yourself into a new way of acting. Es ist wichtig, das ist relevant, aber uns dauert es zu lange. Und ich glaube, weil wir die Notwendigkeiten sehen in der Welt, dann dauert es für uns alle zu lange. Das heißt, wir wollen eigentlich eher den anderen Weg gehen, zu sagen, Menschen lernen dann, wenn sie Dinge anders machen. Im Agilen ist das genauso ein Prinzip, zu sagen, ich muss es erstmal machen. Ich muss erstmal durch so ein Scrumboard durch, um zu verstehen, was es denn eigentlich mit mir verändert, mit meiner Arbeitsweise verändert. Und dann kann ich sagen, ach ja, jetzt kann ich es ja aber auch auf andere Bereiche anwenden, andere Produkte, auf meine Ehe. Es gibt OKRs für Paare zum Beispiel. Also dann kann ich irgendwann die Transferleistung bringen. Und genauso ist es mit nachhaltigem Unternehmertum. Ich muss es mal machen, ich muss es mal angehen. Wir haben vor 2 Wochen einen Report rausgebracht, zusammen mit INSEAD und HEC, wo wir ca. 200 Unternehmen untersucht haben und 60 Intrapreneure in den Unternehmen, die Dinge neu gemacht haben, anders gemacht haben, interviewt haben. Und haben 61% gesagt, dass tatsächlich dieses Tun, dieses Handeln, dieses proaktiv voranpushen das Unternehmen verändert, dass es zu Kulturveränderung und zur Transformation führt. Und im Praktischen sieht das so aus, dass wir mit Unternehmen tatsächlich Social Businesses aussetzen, um genau das auszulösen, und so einen Leuchtturm aufzusetzen. Hier sieht man wirklich eine Müllhalde in Indien, wenig schönes Bild, und die Menschen, die dort arbeiten müssen, sind wirklich an der untersten Nahrungskette in der Gesellschaft, haben eigentlich keine Möglichkeit, aus der Armut rauszukommen. Teilweise sieht man auch Kinder natürlich mitten auf den Müll kippen, weil sie mit Plastik sammeln müssen oder Müll sammeln müssen. Zusammen mit einem deutschen Familienunternehmen haben wir ein Social Business aufgesetzt, was mit diesem Plastiksammeln arbeitet, das Plastik sammelt, recycelt und dann wieder in die Wertschöpfungskette einführt von diesem Unternehmen.
Es nutzt vor allem Plastik, derzeit nur Virgin Plastic, war lange Zeit super stolz darauf, dass sie mit Frischhaltefolien auch das vermieden haben, dass Menschen Essen wegschmeißen müssen. Aber natürlich in den letzten 2-3 Jahren ein riesen Aufwachen gehabt, zu sagen, ups, auf einmal sind wir ja die Bösen. Wir produzieren Plastik und es endet irgendwo im Meer. Und spannenderweise war es die Tochter vom CEO, die ihn angesprochen hat, gesagt, Papa, was machst denn du eigentlich? Was machst denn du, um das Problem von Plastik im Ozean zu lösen? Und so hat das Ganze angefangen. Und dann haben wir das Social Business aufgebaut, was 2000 Wastepicker unterstützt, aus der Armut rauszukommen. Die kriegen ein stabiles Einkommen, das wird fast verdoppeltes Einkommen, kriegen aber auch für ihre Familien Gesundheitsdienstleistung und Zugang zu Bildung. Damit man über Generationen hinweg die Kinder zumindest aus der Armut herausbekommt. Die Wastepicker in dem Fall aus der Armut rauszubekommen, ist fast unmöglich. Wir versuchen es über Jobs, die wir zur Verfügung stellen, über wirklich auch sozialversicherte Jobs, aber das ist ein langer, langer Weg. Aber so versucht das Unternehmen nicht nur, das eigene Plastik zu recyceln und wieder in die eigene Wertschöpfungskette einzuführen, sondern eben auch sozialen Mehrwert zu generieren. Ist aufgesetzt als ein Social Business, das heißt, das Unternehmen investiert, darf nur das Investment zurücknehmen, danach wird kein Profit gezahlt, aber die Veränderungswirkung im Unternehmen war riesig. Mittlerweile hat sich das Unternehmen dazu committed, in den nächsten 10 Jahren komplett zirkulär zu arbeiten. Deswegen für uns ist das Thema zu sagen, wenn wir wirklich nachhaltige Entwicklung vorantreiben wollen, dann müssen wir es zu unserem Business machen, müssen wir es zu unserem Geschäft machen. Aber gleichzeitig müssen wir auch Unternehmen umdrehen, um mal drüber nachzudenken, warum haben wir eigentlich gesellschaftliche Relevanz? Wie können wir Mehrwert leisten mit jedem einzelnen Unternehmen, das wir führen, das wir gründen oder das wir weiter skalieren? Danke. Haben wir noch Zeit für Fragen? Ja? Okay, super. Gibt es denn Fragen? Genau, ganz kurz dazu, weil wir die Veranstaltung ja aufnehmen. Es gibt ein Mikro, das hier vorne liegt. Nils, vielleicht magst du unterstützen oder Franzi. Genau, das heißt, wenn ihr eine Frage habt, gerne melden und dann könnt ihr die ins Mikro reinsprechen, dann landet ihr auch auf der Aufnahme. Das wäre super. Schießt los. Ansonsten vielleicht auch gerne schon Rückfragen an Nils und Diana zum Story-Team bei Seibert Media. Krass. Also entweder war ich erschöpfend oder verwirrend. Eins von beiden. Okay, dann vielleicht zwischendurch. Vielleicht kommt ja gleich noch was oder da ist schon eine Frage. Gut, dann starten wir doch damit. Wie finanziert sich denn Yunus Social Business? Also wo bekommt ihr Geld her für eure Ausgaben? Ja. Also wir haben ja die 2 Standbeine. Das eine ist eben die Investierung in oder Investitionen in Social Businesses. Das ist ein Fonds, der wir vergeben im Prinzip Kredite zu besser als Marktkonditionen in den Ländern, wo wir aktiv sind und kriegen dadurch auch die Gelder zurück und können dann unsere eigenen Ausgaben decken. Die Zusammenarbeit mit Unternehmen decken wir über letztendlich Consulting Fees von den Unternehmen selbst ab. Da hinten ist eine Frage. Du hattest vorhin gesagt, jetzt als du über Seibert Media gesprochen hast, wir haben tatsächlich relativ viele Einzelmaßnahmen, bieten irgendwelchen Schülern an, das Programmieren bei uns zu lernen oder viele Sachen, die jetzt hier dargestellt worden sind. Ich stelle es mir ziemlich schwer vor, diesen ja selbstmotivierten kleinen Teams zu sagen, ja, nee, wir müssen ja gemeinsam auf die eine große Sache, die sich marketingtechnisch gut als eine Story verkaufen lässt, arbeiten. Und euer Biomüll, der lädt da leider nicht drauf. Das lassen wir mal stecken. Ja, verstehe ich. Meine Herangehensweise war eher eine andere. Meine Herangehensweise war zu überlegen, wofür steht denn Seibert Media? Also was ist denn der Sinn und Zweck von Seibert Media? Was ist die gesellschaftliche Relevanz von Seibert Media? Und darauf ausgerichtet auch zu überlegen, welche Dienstleistungen biete ich an? Mit welchen Kunden arbeite ich? Mit welchen Kunden arbeite ich nicht? Aber auch dann eben, mit welchen Nachhaltigkeitslösungen komme ich rein? Und da ist meistens eher der Punkt, dass wir... Wenn Menschen, also dieses, oder andersrum gesagt, Thinking outside of the box ist für mich eines der überbewertesten Themen überhaupt. Menschen werden nicht kreativ, wenn sie eine Blue Ocean Strategie entwickeln können. Wenn alles, wenn der Lösungsraum komplett offen ist, dann überfordert das die meisten Menschen.
Wichtig ist es, Leitplanken zu geben, weil ich innerhalb von so einer kreativen Box, dann kann ich wirklich Entscheidungen treffen, dann kann ich kreativ werden, dann kann ich auch so ein bisschen playing the system machen, weil ich dann nämlich weiß, wo sind die Grenzen. Und erst dann kommt eigentlich Innovation zustande, wird eigentlich eine kreative Lösung vorangetrieben. Das heißt, mir geht es eher darum zu sagen, wofür steht denn das ganze Gesamtunternehmen? Und dann kann ich mir überlegen, zahlen bestimmte Themen mit rein. Ne? Also wenn ich sage, als Unternehmen möchte ich wirklich Arbeit wieder lebenswert machen. Also ich möchte quasi die Arbeit wieder entzerren, möchte eigentlich weg von der Burnout-Mentalität oder dem Burnout-Syndrom, was wir haben in der gesamten Gesellschaft. Wenn ich das als Unternehmenszweck habe, dann habe ich eine spannende Produktpalette, die ich darauf entwickeln kann. Das sind Softwarelösungen, das können aber auch ganz andere Beratungslösungen sein. Und wenn ich dann sagen will, ich will dann aber gleichzeitig einen nachhaltigen Beitrag zur Gesellschaft leisten, dann kann ich natürlich sagen, alles, was im Bereich, sagen wir mal, Zero Carbon Emissions einzahlt, kann ich gerne spielen. Das ist immer noch ein riesiges Spielfeld für jeden Mitarbeiter, sich daran auszutoben. Noch weitere Fragen? Hier vorne ist noch eine. Ja, ich fand das super spannend, was du gesagt hast, dass auch die Unternehmen, die in Social Businesses investieren, selbst so einen Mindset-Change haben. Wie baut ihr ein Netzwerk auf zu KMUs oder Familienunternehmen, die Lust auf sowas haben? Weil ich kenne es aus unserer Erfahrung, dass die doch sehr in ihrer eigenen Schoße leben, sehr regional. Und da rauszukommen und zu sagen, wir trauen uns jetzt für ein internationales Projekt, ist, glaube ich, manchmal schwierig. Ja, das ist auch unser größter Kopfschmerz noch, zu sagen, wie können wir denn auch auf ein Level kommen, wo wir nicht überall auf Konferenzen rumrennen müssen. Also unsere Partnerschaftsentwicklung ist tatsächlich viel, viel Netzwerkarbeit, viel miteinander sprechen. Wir haben jetzt eben im Rahmen der Forschung ein Readiness Assessment gelauncht. Das heißt, man kann online einen Check machen, wie bereit ist man dann als Unternehmen für soziale Innovation, für diese Transformation, aber auch für, was wir Social Entrepreneurship nennen. Was wir nämlich toll finden, ist solche Leute wie ihr, die sagen, hey, das ist genau das Spannende an agilen Organisationen, Leute nehmen einfach mal was in die Hand und machen es einfach mal. Und das sind sogenannte Intrapreneure innerhalb von Unternehmen, an denen meistens ganz, ganz viel hängt. Also wie gesagt, es sind wirklich so kleine Keimzellen von Menschen, die Dinge anders machen wollen, die dann wirklich das Unternehmen weiterbringen. Den Fokus darauf zu legen, ist für uns auch in der Zukunft ein großes Feld. Wie können wir die unterstützen auf ihrer Reise? Wie können wir sie einbinden ins globale Netzwerk, weil sie eben viel an ihrem eigenen Saft rumschwimmen? Für soziale Unternehmen und für Startups gibt es einen Haufen Accelerator-Programme, Unterstützungsprogramme, eine ganze Menge da draußen. Für Menschen, die innerhalb von einem Unternehmen was bewegen wollen, gibt es eigentlich nicht wirklich viel. Und genau das ist so der Bereich, wo wir jetzt in den nächsten Jahren eigentlich reinstoßen wollen. Vorhin ist ja der Name Gemeinwohlökonomie gefallen, ganz kurz bei euch. Das ist ein Riesenbegriff. Also wer den kennt oder wer den Christian Felber kennt und weiß, was der vorhat, das ist eine, wenn man nach der Bilanz oder nach dem System bilanzieren will als Unternehmen, das ist ein großer Schritt. Aber wäre das nicht auch eine Beratungsleistung jetzt, weiß gar nicht, wahrscheinlich von deiner Seite aus, für Unternehmen zu sagen, also wenn ihr es wirklich ernsthaft angehen wollt, nehmt euch die Gemeinwohlökonomie vor oder die Gemeinwohlbilanzierung vor. Ja. Da ist nämlich alles drin, also von wie bezahle ich meine Mitarbeiter von bis Gendergeschichten, da ist bis hin zu, ja, also das ist umfassend eigentlich. Ja. Wäre doch eigentlich so eine Lösung, die auf dem Tisch liegt seit ungefähr, 8-9 Jahren. Ja. Wir sind tatsächlich jetzt an dem Punkt, an dem Thema dran, was wir Maturity Map nennen. Also wir wollen, jetzt gehe ich ja wirklich sehr viel ins Eingemachte hier. Ist ein Detailding. Nee, aber es ist ein wichtiger Punkt, weil wir einen riesen Rad zu drehen haben, was wir nicht alleine drehen können. Und das heißt, Unis Social Business, wir sind 70 Leute, wir können ein paar kleine Projekte machen, aber wir können die Welt nicht systemisch verändern. Dafür brauchen wir wirklich Allianzen mit anderen. Deswegen ist genau sowas auch wichtig für uns. Wir haben im Rahmen dieses Projekts, wo wir Intrapreneure unterstützen wollen, wollen wir sie auch dazu zwingen, dass ihre Executives, ihre CEOs eine Pledge unterschreiben, dass sie eben in die Transformation gehen, zu sagen, wie kann ich als Unternehmen wirklich ein Force for Good werden? Also wie kann ich wirklich Unternehmen zu einem positiven Kontribution treiben?
Und da ist genauso diese Reise wichtig, zu sagen, ja, dann committe dich doch zu solchen Themen wie Gemeinwohlökonomie oder mach eine B-Corp-Certification. Ne? Also geh in die Zertifikation rein für eine neue Governance-Struktur, die es dir erlaubt, wirklich nachhaltig dein Unternehmen zu drehen. Genau diese Themen, und da werden wir mit ganz vielen Partnern zusammenarbeiten, und da freue ich mich auch noch auf eine sektorübergreifende Arbeit, die in dem Bereich möglich ist. Ich komme aus dem Corporate-Bereich, aus dem Startup-Bereich, bleibt man meistens so ein bisschen für sich, man fühlt so ein bisschen nach links und rechts, aber es wird dann meistens, bleibt es dann doch hängen an der Kollaboration. Und in dem Bereich ist echte Partnerschaft echt noch möglich heute und auch nötig, um auf die Ziele zu kommen, die wir vor uns haben. Also ja, definitiv. Zum Thema Gemeinwohlökonomie hören wir auch später auch noch was. Ja. Das, genau. Ja, war super. Zu diesen Frameworks würde ich gerne noch mal fragen. Wir haben uns bei Cyber Media relativ viel darüber Gedanken gemacht, was ein gutes Rahmenwerk sein könnte, an dem wir uns selber orientieren können, um Sachen zu identifizieren und so weiter. Und da gibt es diese B-Corp, da gibt es Conscious Capitalism, da gibt es Triple Bottom Line und noch 47.000 andere Leute, ja, die dir sagen, folge doch mal meinem. Was sind du bist ja quasi da so ein Insider. Was setzt denn sich durch? Was ist denn die Technologie und das Framework, das es auch in 5 Jahren noch gibt? Ja, gut, das ist im Prinzip, also B-Corp ist eins der großen Themen, was ganz, ganz viel Momentum hat, was gerade sehr, sehr stark im Fokus ist, wo auch viel Entwicklung vorangetrieben wird im Bereich Bilanzierung, Buchhaltung. Wie kann ich es eigentlich messen? Wie kann ich sozialen Mehrwert messen? Wir haben aber auch in Frankfurt die Value Balancing Alliance von deutschen Mittelständlern und Großunternehmen, die zusammen mit großen Buchhaltungsunternehmen versuchen, die Buchhaltung umzukrempeln. Also es gibt, wie du schon sagst, unglaublich viele Initiativen. Ich glaube noch nicht, dass wir an einer Konsolidierungsphase sind. Also es wird immer noch leider so weitergehen erstmal, dass viele Dinge hochkommen. Und dann wird sich die Frage stellen, welcher Standard kriegt an den meisten Zulauf am Ende oder ist am hilfreichsten auch, um Entscheidungen zu treffen. Es gibt so ein paar Standards, wo ich mich manchmal frage, naja, das ist schön, da kann ich mich zertifizieren lassen, da habe ich eine Marketing-Message draußen, aber verändert es wirklich Verhalten im Unternehmen? Also ich glaube, die Balance wird sich zeigen lassen. Aber wir haben auch viele Unternehmen, die sagen, also von einem Unternehmen habe ich es gehört, witzigerweise haben die gefragt, wie werde ich denn zum Sozialunternehmen? Und dann ging es genau darum zu sagen, die haben fast schon eine Net-Zero-Wertschöpfungskette, aber sie müssen halt letztendlich dahin kommen zu sagen, wie treffe ich Produktentscheidungen, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Und die haben gesagt, naja, B-Corp, ich weiß, ist total spannend, ganz viel Traktion gerade, aber wir sind eher so die Rebellen. Ne? Für uns ist das nichts. Wir wollen eigentlich nicht nach einem Standard leben, wir wollen das für uns selbst entwickeln. Also von daher ist es gerade noch sehr viel Matching auf das, was für ein Unternehmen gerade am besten passt. Gut, wir hätten vielleicht noch Zeit für eine Frage und dann könnten wir weitermachen. Also meine Frage geht nicht um das Produkt, sondern um die Art und Weise der Produktion. Mhm. Und da habe ich persönlich festgestellt, dass viel erzählt wird, dieser Ablasshandel gemacht wird. Wie siehst du das eigentlich? Denn sind da genug Ressourcen eigentlich in der Produktion? Ist da genug Kenntnis? Denn es geht ja nicht nur um die Art des Produktes, sondern auch, wie komme ich zu dem Produkt? Also von der Produktentwicklung, Idee bis hin, dass ich das ausliefere. Also es ist eine riesige Wertschöpfungskette. Und dementsprechend denke ich, dass das für die Betriebe und für die Beteiligten an der Wertstoffkette ein Riesenproblem darstellt, das tatsächlich abzubilden. Das ist tatsächlich ein Problem, die Transparenz in der Wertschöpfungskette. Es gibt immer mehr Lösungen, die darauf abzielen, das tatsächlich auch zu lösen. Blockchain ist da immer der reflexartige Gedanke, der kommt. Bin ich nicht unbedingt der große Fan, immer gleich Blockchain auf alles drauf zu schmeißen, aber es ist letztendlich wirklich das Thema, wie kann ich Technologie nutzen, um die Wertschöpfungskette bis in den letzten Lieferanten nachzuvollziehen. Ist ein großes Thema. Wir arbeiten auch mit Unternehmen, die sagen, ich würde ja gerne meine CO2-Bilanz wirklich bis zum letzten Tier-N-Supplier auch wirklich aufmappen und dann auch entsprechende Aktivitäten treiben, damit ich auf eine ausgeglichene Wertschöpfungskette komme. Aber ich komme gar nicht dran. Ne? Ich darf gar nicht aus rechtlichen Gründen manchmal oder ich habe die technologischen Möglichkeiten nicht. Teilweise arbeiten sie noch mit Papier dann im letzten Tier oder ich arbeite tatsächlich mit Kleinbauern. Wenn ich wirklich nachhaltig arbeiten will, dann komme ich an die Kleinbauern teilweise nicht dran. Aber ich glaube, langfristig wird da tatsächlich technologische Lösungen werden da die große Relevanz sein, um zu sagen, wie kann ich es wirklich nachvollziehbar zu machen.
nachvollziehbar machen. Also wir haben ja auch selbst hier in Wiesbaden, ne, der Sebastian Schulz, der Maldana Coffee Roasters aufbaut, selbst der sagt ja, er will genau das machen und dafür integriert er die gesamte Wertschöpfungskette. Also er sagt eigentlich, ich arbeite direkt mit einem kleinen Bauern zusammen. Das kann nicht jeder. Ne? Ich kann nicht komplett einmal die Wertschöpfungskette integrieren und schon gar nicht von heute auf morgen. Aber das machen tatsächlich auch immer mehr Modeunternehmen, die sagen, ich will eigentlich so schlank wie möglich werden, weil ich eben dieses Problem sehe. Zurzeit sehen sie es noch oft aus Risikomanagementgründen. Also zurzeit ist es eher so, dass ja, vermeiden wir mal negative PR, weniger aus den Gründen zu sagen, ich will wirklich positiven Mehrwert schaffen. Aber da kommen wir bestimmt auch noch hin. Wenn ich sehe, was in den letzten 2-3 Jahren passiert ist, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir noch einen tollen Weg vor uns haben. Wird nicht langweilig. Super. Dann an der Stelle nochmal danke, Daniel. Ja, danke euch. Da.